Okay, ich glaube, das haben wir jetzt lang genug getrieben. Ja, was ist zu sagen? Das war Freedom. Also Doom halt. Und ich denke, ich werde noch ein kleines Video aufnehmen mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und warum fange ich damit das eigentlich gleich jetzt an? Und zeig mal kurz die Unterschiede. Also, gegnermäßig sind die zwei gleich. Also, sind halt ein bisschen stärker die Gegner auf der hier als auf der, aber sonst insgesamt gleich. Bei Hurt Me Plenty, oder ich sollte vielleicht die erste Map nochmal zeigen. Ich bin schlau, ja. Ganz schlau, toll, ja, ja. Okay, Moment. Also ich mache jetzt erstmal kurz die erste Welt mit allen 5 und zeig dann nochmal eine spätere Welt auf. Ja, Ultra Violence, da kann ich Cheats benutzen und die Menge an Gegnern zeigen. Also, niedrigste Stufe. Gegner sind langsam, blöd, nicht sonderlich intelligent. Ja, im Prinzip kann ich sie totschlagen, also. Die wehren sich halt mal überhaupt nicht. Oder halt so gut wie gar nicht. Also, wir gehen da runter. Boah, die erste Map habe ich so oft gespielt, glaube ich, so oft. Ja, man kann es halt totschlagen, die Gegner, weil sie machen halt so gut wie gar nichts. Dann macht man hier den Schalter an, läuft locker gemütlich hier wieder rauf. Kommt hier raus. Ach, die ignorieren wir jetzt einfach. Und hier wäre dann der Schalter zum Ausgang. Also, ziemlich einfach. Dann hätten wir diese Schwierigkeitsstufe, die zweite. Die, auf die ich das Spiel gespielt habe. Ja, im Prinzip gegnermäßig dasselbe. Sie sind halt ein bisschen schneller, aber gut gegen das Ende hin, die stärkeren Gegner. Ja, sie machen schon ein wenig mehr Schaden und reagieren auch ein wenig schneller und halten ein wenig mehr aus, aber insgesamt vergleichbar mit dem ersten. Sie sind halt ein wenig stärker und so. Und eignet sich gut zum Let's Play, die Stufe, würde ich mal sagen. Wenn man es jetzt nicht gar übertreiben will. Und schön ruhig vor sich hinspielen will. Und wir sind wieder am Ausgang. Yeah. Hier werden dann das erste Mal mehr Gegner in die Map gesetzt. Nicht zum letzten Mal übrigens. Ja, also wie man hier sieht, hier ist gleich noch einer und ja. Sie sind halt ein wenig schneller und noch ein wenig stärker und halt ein bisschen mehr außen so. Ja, man kann es halt schon nicht mehr totschlagen, also. Da kommen auch die ersten mit Shotgun schon. In der ersten Welt. Ja, kann man dann gleich mitnehmen. Bisschen mehr Spaß haben. Kriegt dann auch gleich bessere Waffen, also. Shotgun in der ersten Welt ist schon nicht schlecht. Kann man schon wesentlich mehr Spaß mit haben. Welten inhaltlich. Mit Schlüssel und so, die werden dann neue Positionen vergeben. Oh, da ist noch einer mehr. Also. Zumindest war es im Original Doom, glaube ich, so. Das war höheren Schwierigkeitsstufen. Oh, das sind mehr. Ola! Er wird langsam ungemütlich hier. Dass die Schlüssel woanders waren. Ich weiß nicht, ob sie auch so ist. Keine Ahnung. Sowieso schwer zu sagen. Da es ja noch nicht fertig ist. So, Ultra Violence. Im Original Doom der höchste Schwierigkeitsgrad. Also, der bis Version 1.2. Nachdem sie ja einige beschwert haben, dass Doom auf Ultra Violence zu leicht wäre, wurde Nightmare integriert. Also zeige ich gleich auch noch. Also wie man hier sieht, gleich noch jemand mehr auf Ultra Violence. Rupp. Und da draußen kommt es dann noch so richtig dicke. Das sind dann gleich so Shotgun-Typen und noch mehr Shotgun-Typen. Noch einer. Da steht noch einer, und da steht noch einer, und noch einer, also, noch einer, also man sieht deutlich mehr Gegner. Was soll ich noch sagen, auf der leichtesten kriegt man übrigens doppelt so viel Munition, wie auf den anderen, also zumindest im Original-Doom. Health, health, health. Oh, da stehen noch mehr Gegner. Wie man sieht, deutlich mehr los. Aber dass die erste Welt ist, immer noch schön schaffbar. Und. Ach, die habe ich schon erschossen, okay.
Also es wird ungemütlicher, aber zumindest in den ersten Wellen noch nicht so schwer. So, und jetzt kommt Nightmare. Dieser Schwierigkeitsgrad hat mehrere Unterschiede. Also das erste ist die positiven Dinge. Bestimmte Gegenstände wie Health Packs, Munition tauchen immer wieder auf. Ja, das ist sehr vorteilhaft, da man sie ja immer wieder gebrauchen kann. Der Nachteil an Nightmare ist, dass die Gegner sehr aggressiv sind, sehr schnell schießen die meisten. Einige laufen schneller, bei anderen fliegen die Geschosse schneller. Was sehr unangenehm ist, die Cheatcodes funktionieren alle nicht mehr. Und das, was so wirklich schlimm an Nightmare ist, werde ich euch jetzt zeigen, was dieses Spiel wirklich so unsagbar schwer macht. Und das zeige ich euch, indem wir einfach hier warten. La 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 la, yeah, ich hab sie alle erschossen. Ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll, komm. Na komm. Ah, wie lange wollt ihr denn noch warten? Okay, dauert einen Moment. Gleich, gleich. Mensch, ich hab Nightmare. Hallo, zurück. Ha, gesehen? Sie werden immer wiederbelebt. Und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Und warum wird der da nicht wiederbelebt? Tja, das macht dieses Schwierigkeitsgrad höllenschwer. Denn egal wie oft man sie umlegt, sie kommen nach, weiß gar nicht, ich glaube im Original Doom waren es 22 Sekunden. Immer wieder. Und wie man sieht, da kommen sie schon wieder. Und es sind auch noch so verdammt viele dazu, wie auf Ultraviolence eben. Und das sorgt dafür, dass bereits die erste Map höllenschwer wird. Weil es sind einfach so viele und sie sind so schnell und sie kommen immer wieder. Da! Und ich komme nicht mal mehr bis zum Ausgang. Ja, deswegen ist Nightmare so schwer und Doom 2 wurde, glaube ich, offiziell nur von 9 Leuten auf Nightmare jemals durchgespielt. Also, ziemlich schwer. Wobei das hier unspielbar ist, weil einige Maps ja verbuggt sind, wie man festgestellt hat. Und ja, ich werde jetzt nochmal kurz auf Ultraviolence eine spätere Runde zeigen. Damit man sich mal eine Vorstellung machen kann, wie viele Gegner auf einen zukommen. Und das Ganze werde ich allerdings mit Cheats spielen, weil sonst, es soll ja nur zur Demonstration sein und nicht, wie toll ich bin und ich würde es wahrscheinlich halbe Ewigkeit brauchen. Ja, das soll ich dann gleich noch machen. Eine schöne Map suchen und die werde ich dann starten und ja, es wird dann die letzte sein, wo ich mache. Damit ist das Let's Play dann auch zu Ende. Also dann, bis gleich. So, ich habe eine schöne Map rausgesucht und zwar die hier, Map 24. Und ich mache mir jetzt erstmal unverwundbar. Und ja, man sieht schon eine gigantische Menge an Gegnern. Und wie gesagt, es ist Ultraviolence, das heißt die Gegner werden nicht respawned. Auf Nightmare immer wieder, endlos. Was bedeutet, ihr einzige Möglichkeit hier durchzukommen ist ganz schnell zu laufen. Ich meine, da oben stehen 4 Skelette und so ein scheiß Feuerwerfer-Typ. Hier unten stehen, weiß gar nicht, 5 von diesen scheiß Minotauren und einige von diesen fliegenden Köpfen, noch so manche andere Gegner. Und man verfeuert seine Munition so unglaublich schnell. Und was ist da oben noch? Er ist auf jeden Fall noch mehr. Meine Munition für die BFG ist schon wieder längst leer. Ja, man läuft hier rauf. Nochmal so viel Gegner. Gigantische Massen, die einen innerhalb von Sekunden töten, wenn man nicht Unverwundbarkeit. Was war das denn jetzt?